Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr einen eigenen Red Dead Redemption 2 Multiplayer Server erstellen könnt, beziehungsweise einen RP Server könnt ihr ja auch drauf betreiben in Form von Red M. Ist quasi der Gegenpart zu 5M, nur halt für Red Dead Redemption. Dafür nutzen wir Zap Hosting, die natürlich auch wieder offizieller Partner sind. Einmal auf Game Server und dann auf Game Server mieten. Dann gebt ihr einfach hier Red ein und sollte direkt der Red M Server auftauchen. Hier haben wir ihn, 5 Red M Linux, sprich Red Dead Redemption. Da klicken wir einmal drauf und wir kommen hier zur Konfigurationsseite. Als erstes könnt ihr hier auswählen, wo euer Serverstandort sein soll. Wenn ihr natürlich das Video gerade auf Deutsch guckt, gehe ich mal davon aus, dass ihr in Deutschland wohnt und dementsprechend wäre natürlich der deutsche Standort für euch am besten. Ihr müsst nämlich bedenken, umso weiter weg der Server ist, umso höher ist der Ping. Also nehmt immer die Server-Location, die am nächsten zu euch ist. Wohnt ihr jetzt zum Beispiel in Dallas, nehmt ihr den Dallas-Server. Als nächstes können wir hier die Slots einstellen, wie ihr das denn gerne hättet, wie viel ihr braucht. Bis zu 32 Slots sind hier möglich. Habt ihr vor, wieder relativ viele Plugins etc. Erweiterungen auf den Server drauf zu tun, empfiehlt es sich natürlich vielleicht ein wenig extra RAM hinzuzubuchen. Ihr seht hier unten immer den RAM, der inklusive ist. Der verändert sich auch, umso mehr Slots natürlich, umso mehr RAM. Habt ihr jetzt nur vor, wirklich viel drauf zu machen, dann lohnt sich der RAM-Boost. Ansonsten braucht ihr das Ganze nicht. Als nächstes haben wir wieder CPU und Host-System. Auch hier wieder das gleiche. Wollt ihr viele Sachen auf den Server drauf machen, empfiehlt es sich natürlich hier die Premium-Variante zu nehmen, damit ihr da auch genug Leistungsreserven habt. So, jetzt kommen wir wieder zu einem wichtigen Punkt und zwar eigene IP-Adresse. Eigene IP-Adresse bedeutet so viel, wenn ihr das hier anwählt, dann habt ihr den ganz normalen Standard-Port vom Game-Server von 5M wollte ich sagen, von Red M. Und ihr könnt ja bei Subhosting auch jederzeit das Spiel ändern. Sagt ihr jetzt mal so nach einer Zeit, yo, ich habe keine Lust mehr auf einen Red M Server, ich will einen 5M Server haben, könnt ihr das ganz einfach switchen. Habt ihr dabei die eigene IPv4, dann bleibt die IP-Adresse auch die gleiche und ihr kriegt keine neue IP-Adresse. Als nächstes haben wir den DDoS-Manager-Übersicht. Damit seht ihr, wenn euer Server ein DDoS-Attacker ausgesetzt ist. Das Ganze ist schon inklusive, wenn ihr die eigene IPv4-Adresse nehmt. Wie es hier auch steht. So. Dann könnt ihr hier wieder auswählen, ob ihr Prepaid oder Vertrag haben will. Vertrag verlängert sich automatisch, Prepaid verlängert sich nicht automatisch. Dafür ist Vertrag dann natürlich ein bisschen günstiger. Als nächstes könnt ihr dann hier noch auswählen, was für ein Abrechnungsintervall ihr gerne hättet. Umso länger ihr auf einmal bezahlt, umso günstiger wird es. Ihr seht schon, wenn ihr für 7 Tage nur bestellt, kostet es 20% mehr. Ein Monat ist der Standardpreis, ab 3 Monate dann schon 3% günstiger. Bis wenn ihr gleich für 5 Jahre auf einmal bestellt, dann ist es sogar 40% günstiger. Das Ganze könnt ihr dann einfach alles auswählen, so wie ihr es gerne konfigurieren möchtet, an eure Spieleranzahl sowie daran, wie viele Plugins, Ressourcen ihr drauf haben wollt. Ressourcen für Red M findet ihr übrigens dann auch im Forum von Red M. Ist auf der gleichen Seite wie das von 5M. Dann könnt ihr als nächstes auswählen, womit ihr bezahlen wollt. Ihr seht, hier gibt es einige Bezahlmöglichkeiten. Egal ob sogar Cryptocurrency, Paysafe Card, Sofortüberweisung, PayPal, Giropay etc. pp. Ich habe hier noch Guthaben drauf. Dementsprechend gehe ich einfach hier auf Bezahlen mit Zapcoins. Akzeptiere hier noch die ganzen Bestimmungen. Wollt ihr jetzt noch 20% sparen, könnt ihr hier bei Gutschein German Gaming eingeben, dann spart ihr auf die gesamte Laufzeit 20%. Danach geht ihr einmal auf kostenpflichtig bestellen und das dauert jetzt ungefähr eine Minute und dann habt ihr euren Server. Ihr kriegt hier sogar außerdem dann direkt noch, falls ihr noch einen Teamspeak-Server hinzubuchen wollt, nochmal einen 20% Rabattcode hinzu. Wir warten jetzt mal kurz die Zeit und gehen dann ins Webinterface. So, nach knapp 60 Sekunden ist der Kauf dann auch abgeschlossen. Ihr könnt über euer Webinterface auf euren Red M Server zugreifen. Das Ganze sieht dann so aus. Ihr seht hier den belegten Speicher und so weiter. Und schon sagen wir, gucken mal kurz hier rein. Als erstes gehen wir mal kurz in die Einstellungen links im Reiter. Und hier könnt ihr einstellen, zum einen, ob der Game Server automatisch starten soll, beziehungsweise neu starten soll, wenn der Server gecrashed ist. Könnt ihr hier natürlich einen Haken reinmachen und dann auf Speichern drücken. Dann haben wir als nächstes den Servernamen, der dann in der Liste angezeigt wird. Hier schreibe ich jetzt einfach mal Tutorial Server rein. Dann könnt ihr hier noch eure Steam IDs auch für 5M, beziehungsweise für Red M, sorry, braucht ihr natürlich wieder die IDs von eurer Steam-ID, um euch als Admin einzutragen. Das könnt ihr dann hier machen. Genauso wie hier Text könnt ihr hier auch eingeben, die werden dann auch eingezeigt, wie zum Beispiel ESX und so weiter, wie es auch hier drunter steht. Dann könnt ihr hier einen Spielmodus einstellen, das wird auch hier wieder, wie es steht, in der Serverliste eingetragen. Braucht ihr eine Datenbank, was ihr in den meisten Fällen braucht, klickt ihr einmal auf Yes Configurate, damit ihr auch eine Datenbank habt. Die meisten Plugins brauchen natürlich eine Datenbank. Dann könnt ihr die Sprache auswählen, die ihr auf euren Server habt. Das wird dann auch in der Serverliste angezeigt. In meinem Fall nehme ich jetzt hier einfach mal Deutsch. Dann habt ihr hier das Recon-Passwort sowie die Steam Web IPE Key.
Dann könnt ihr hier natürlich auf wieder Easy Admin Sachen machen, wenn es installiert ist. Ihr seht das Ganze installiert, das Plugin. Wir kommen da gleich noch zu. Hier noch Red M Einstellungen, die ihr konkret vornehmen könnt. Zum Beispiel, dass ihr die Koordinaten immer anzeigt. Ist je nachdem ratsam, je nachdem nicht. Ich sag mal so, bei Red M, das spielt ja im Western, da gab es auch kein Navi. Da macht es schon Sinn, die Koordinaten anzuzeigen, meiner Meinung. Aber wie gesagt, das müsst ihr dann selber entscheiden. Als nächstes haben wir wieder hier einen Punkt, Player vs. Player, sprich PvP. Habt ihr das Ganze auf aktiviert, können Spieler sich gegenseitig töten. Habt ihr das nicht aktiviert, können sich Spieler gegenseitig keinen Schaden zufügen. Dann habt ihr hier wieder Loading Screen, Einstellungen, da könnt ihr den YouTube-URL einfügen, die dann abgespielt wird. Müsst ihr aber vorher installieren. Dann habt ihr hier noch verschiedene Sachen mit den Ports. Einfach so lassen. Ich glaube, als Game-Server könnt ihr hier ohne zusätzliche Ports nämlich nichts ändern. Aber wenn ihr die mal nachgucken wollt, könnt ihr das hier einstellen. Als nächstes könnt ihr noch hier machen, ob der Server als Test-Server auf unserer Sub-Hosting-Website angezeigt wird. Wollt ihr das, lasst ihr es drin. Ansonsten macht den Haken raus und drückt einfach auf Speichern. Dann gehen wir mal kurz in die Configs rein. In den Configs haben wir auch wie bei 5M, auch bei RedM eine Server-CFG. Die können wir hier auch direkt im Browser editieren. Da müsst ihr nicht mal FileZilla benutzen. Gehen wir mal auf Datei öffnen. Und dann könnt ihr hier, wie auch immer, die Startbefehle. Ihr seht, RedM ist relativ ähnlich aufgebaut wie 5M. Ist ja auch vom gleichen Entwickler. Und hier habt ihr die ganzen Daten. Die Config sieht quasi ähnlich aus. Könnt ihr hier editieren und dann einfach auch speichern. Und genauso, wenn ihr neue Ressourcen hinzufügt, macht ihr das einfach hier. Zack, Start. Und dann den Namen eingeben. Und das Spiel, könnt ihr das Spiel jederzeit wechseln. Wie gesagt, habt ihr keine Lust mehr auf Red M, könnt ihr den Server einfach umswitchen zu einem 5M Server oder einem RedMP Server, zu einem AltM4 Server und so weiter. Das könnt ihr ja bei Subhousing jederzeit ändern, wenn ihr Lust und Laune darauf habt. Version könnt ihr natürlich die Spielversion ändern von Red M. Die aktuelle Version ist drauf. Ihr könnt auch downgraden oder upgraden, wenn eine neue Version ist. Ihr könnt auch Auto-Updates einschalten. Sobald also ein Update verfügbar ist, wird das automatisch installiert. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Ressourcen. Unter den Ressourcen findet ihr schon ein paar Sachen. Zum einen Easy Admin natürlich, MySQL Async, was ihr natürlich braucht, und auch schon ein Red EM Roleplay Pack. Sprich, das könnt ihr einfach installieren und habt ihr quasi schon einen anfangs Red EM Roleplay Server, den ihr dann natürlich noch erweitern könnt, so wie hier den Loading Screen, wo ich euch vorhin ja schon bei den Einstellungen gezeigt habe, dass ihr da dann einfach eine YouTube URL einfügen könnt, die dann dort abgespielt wird. Also wie gesagt, wenn ihr es relativ einfach haben wollt, einfach das Roleplay-Pack von Red M hier aktivieren. Dann könnt ihr hier noch Restart-Plan einstellen, sprich, wenn ihr wollt, dass der Server immer um eine bestimmte Zeit restartet, könnt ihr das hier auch ganz easy festlegen. FTP-Browser, wieder ein wichtiger Punkt, wollt ihr euch zum Beispiel mit WinSCP oder FileZilla mit eurem Server verbinden, braucht ihr diese Daten hier, den FTP-Host, Port, Username und das Passwort, was angezeigt wird, sobald ihr hier auf das Auge klickt. FileZilla und WinSCP solltet ihr es noch nicht auf dem PC haben, ist hier praktischerweise auch direkt zum Download bereit, einfach draufklicken und dann wird es automatisch runtergeladen. Und dann natürlich noch Datenbank, auch sehr wichtig, weil die meisten Plugins brauchen eine Datenbankverbindung. Da habt ihr nämlich hier einmal die IP, den Datenbank, Benutzer. Und hier auf dem Auge ist das Passwort. Wenn ihr dann hier drauf klickt, kommt ihr dann zur Administrationswebseite von PHP MyAdmin. So, und dann natürlich noch Backups. Ist ja auch immer gut. Sollte ihr irgendwas am Server verkackt haben, könnt ihr dann hier einfach ein älteres Backup wieder aufspielen. So, das war schon wieder mit diesem kurzen Video, wie ihr einen Red M Server relativ einfach erstellen wollt. Wollt ihr ein Video, wo ich euch zeige, wie ihr das Ganze auf einen Linux V oder Root Server installieren könnt, dann schreibt das mal in die Kommentare, dann werde ich das in Zukunft mal hier auf meinen Kanal hochladen. Damit bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, haut rein und ciao, ciao.